Gut, dann zeige ich erstmal etwas, was ich hier geschrieben habe, nämlich die Frage, ob wir über Lernen reden oder ob wir über institutionalisierte Bildung reden. Und weil das Lernen vielfach mit Weiterbildung und das im klassischen Format verstanden wird, das heißt, ich buche irgendwo einen Kurs und werde dort in irgendeiner Art und Weise mit Wissen versehen oder auch im besten Falle zu etwas befähigt. Das meiste Lernen allerdings sehe ich im Verbund mit dem, was ich tagtäglich in der Arbeit mache, was ich im Austausch mit Kollegen, im mündlichen Austausch oder ich frage nach, dort einfach erfahre, ohne das als bewussten Lernprozess wahrzunehmen. Und genau dieser Prozess wird in einer vernetzten Welt, also in wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, miteinander in Kontakt zu treten, nach meiner Meinung sich verstärken und wir werden einfach nicht mehr unterscheiden zwischen Lernen und Arbeiten. Zumindest in sehr vielen Fällen. Ausnahmen sind für mich die Fälle, in denen es um Zertifikatskurse oder um Meisterprüfungen oder solche Dinge gibt. Da sind wir im Moment noch nicht so weit. Das kann man aber, glaube ich, derzeit auch außen vor lassen. Die Frage war ja, warum sagt man heute so häufig, Lernen ist Arbeiten, Arbeiten ist Lernen? Und ich denke, das liegt vor allem daran, weil heute die Chance, dass man auf Vorrat das Richtige lernen kann, also Vorrat bedeutet das, was man dann wirklich in der Arbeit braucht, eigentlich immer kleiner wird. Das liegt daran, dass wenn man sich mal so die Unternehmen anschaut, auch kleine und mittelständische Unternehmen, dass heute ein Großteil der Mitarbeiter mit Aufgaben befasst ist, die weniger mit Routine zu tun haben, die viel zu tun haben mit analytischem Denken, mit Urteilsvermögen. Und selbst wenn man in produzierende Unternehmen eigentlich schaut, sind über die Hälfte der Mitarbeiter heute Wissensarbeiter. Und die Aufgaben dort umfassen eben typischerweise Abstimmung, Kommunikation mit anderen, mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern in der Wertschöpfungskette, erfordern eine wechselseitige fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit, was so ein Kennzeichen ist. Erfahrungswissen, Urteilsvermögen ist notwendig und um dort einfach agieren, handeln, arbeiten zu können, Entscheidungen zu treffen zu können, wird man halt ständig neu sich orientieren müssen, neues Wissen aufnehmen müssen. Deswegen denke ich, ist heute eigentlich das Thema im Berufsleben sehr eng verbunden, dass eben Arbeiten, Lernen, Lernen, Arbeiten ist. Also wenn man sich heute KMUs, mittlere Unternehmen, kleinere Unternehmen anschaut, so nach einer EU-Definition haben wir, glaube ich, mittlere Unternehmen, so eine Größenordnung von 250 Mitarbeitern kleiner und viele Unternehmen sind eben kleiner, dann ist es heute so, dass wenn man sich die Unternehmen anschaut, dass dort eben, wenn man sich anschaut, wie Entscheidungen getroffen werden, dass die eigentlich eher intuitiv sind. Das heißt, es gibt so ein Grundmuster, dass Entscheidungen dort von einer oder wenigen Schlüsselpersonen getroffen werden, die eine enge Verbindung mit dem Produkt, mit dem Kunden haben und aufgrund von ihrem Erfahrungswissen die entscheidenden Weichenstellungen treffen können. Das sind häufig Familienunternehmer oder teilweise auch Manager an der Spitze, die einfach sich auch noch unternehmerisch handeln, die tiefen Kenntnisse haben, die Marktzusammenhänge kennen. Und in dem Umfeld ist es manchmal für Mitarbeiter tatsächlich schwierig, weil sie haben jemand, der angibt, was zu machen ist. Der Meinungsbildungsprozess spielt dort oft auch keine Rolle. Es gibt auch wenig formale fixierte Entscheidungsgrundlagen und wenn man sie nach einer betrieblichen Weiterbildung sucht, dann wird man häufig vergeblich suchen oder vielleicht mal eine Person finden, die dafür verantwortlich ist. Was heißt das jetzt fürs Lernen? Einmal denke ich, wird man in solchen Unternehmen jemanden braucht, der vordenkt, was Mitarbeiter brauchen, weil Mitarbeiter kommen zunächst mal nicht von alleine drauf, was die Strategie des Unternehmens ist, was der Chef sich denkt, welche Herausforderungen dort sind und ich denke, man muss einfach dort auch diejenigen überzeugen, die den Takt angeben, was Mitarbeiter denn eigentlich brauchen. Aber
damit darf es nicht enden. Es ist schon mal ganz gut, wenn man dort ein bisschen eine Sensibilisierung schafft, aber das darf nicht das Ende sein. Das Zweite ist, dass man dort in den Unternehmen für die vielfältigen Aufgaben, die anstehen, die ich auch vorher beschrieben habe, einfach einen offenen, einen dezentralen Erfahrungsaustausch zwischen Mitarbeitern ermöglichen muss, dass man die Sichtbarkeit von Personen erhöhen muss, dass man die Transparenz erhöhen muss. Und die dritte Stufe ist einfach auch nochmal die eigene Verantwortung für Qualifizierung zu verdeutlichen. Weil es ist tatsächlich eigentlich so, dass Unternehmen heute sich zwar schon darum kümmern, dass Mitarbeiter eine Weiterbildung bekommen und dass man dort verschiedene Modelle drüber nachdenkt, so und so viel Personentage oder gehen wir auf eine Schulung oder es gibt einen Bildungscheck. Aber letztendlich muss man sagen, für die Beschäftigungsfähigkeit, für die Employability sind letztendlich die Mitarbeiter selber verantwortlich. Und da gibt es eben Vielfalt an gesellschaftlichen Entwicklungen, die das beeinflussen. Es ist heute bei weitem nicht so, dass ein Mitarbeiter direkt nach der Lehre oder nach einem Bachelor-Abschluss ins Unternehmen geht und dort bis zur Rente bleibt, sondern heute hat man eben multiple Karrieren. Und selbst wenn man beim Unternehmen bleibt, wird man unterschiedliche Aufgaben dort wahrnehmen. Positiveres Bild von Lernen. Ich glaube, dass wir Lernen tradiert einfach mit Schule verbinden. Und das ist ja unsere größte gemeinsame Erfahrung. Und ich kann das ganz aktuell bei einem Abiturienten erleben, dass das Lernen gekoppelt ist an ein Bewertungssystem. Und gestern hat er mir geschrieben, vor Abi hat er eine Note bekommen, mit der er nicht zufrieden ist. Die Gesamtklausur ist auch sehr schlecht ausgefallen und das reißt das Kind total runter, der ist unzufrieden und er baut damit Befürchtungen mit Sicherheit auf, wenn es an die eigentlichen Abiturklausuren geht. Und das ist das, was wir mit Lernen verbinden. Und das ist für mich tradiert im Bildungssystem verankert. Und wir wie ich das eben gesagt habe, wir nehmen eigentlich den größten Teil dessen, was wir im Berufsleben lernen, als Lernen gar nicht wahr. Das ist ein selbstverständlicher Prozess, in dem ich einen Kollegen frage oder wenn ich jetzt mal hier bei uns in die ländliche Region gehe, wo ich wirklich von begeistert war, dass ich gehört habe, dass ein Dachdecker die Hausinspektionen per Drohne macht. Da sind wir voll in der Digitalisierung drin, in der Nutzung der Möglichkeiten, der modernen Möglichkeiten, die wir haben. Und der ist da auch nicht von der Drohnenmuse geküsst worden, der wird sich da eingearbeitet haben müssen und muss das ja auch weiterverarbeiten nachher, um das in effiziente Arbeitsprozesse zu überführen. Und dieser Dachdecker wird auch erleben, welche Vorteile das für ihn hat. Der wird das aber nicht bewusst als eine separierte Zeit einer Weiterbildung definieren, sondern das gehört mit zu seiner Verbesserung seiner Serviceleistung und auch zur Prozessoptimierung seiner eigenen Leistungen. Und ich glaube, dass wir dem Lernen diesen Nimbus des Institutionalisierten in der Tat ein Stück weit nehmen müssen. Und ich möchte gerne ermuntern oder dazu einladen, sich die Zeit für Fragen am Arbeitsplatz viel mehr zu nehmen. Und wenn etwas unklar ist und nicht, wenn ich ein Wissensdefizit zu haben, das auszulagern dann in eine Weiterbildung, weil dort ja dann gelehrt wird, sondern dass mit den Kollegen oder mit einem Netzwerk zusammen, was man sich aufgebaut hat, dort zu platzieren und ein Gespür dafür zu entwickeln, dass das diese Art des Lernens bei viel mehr Themen geht, als wir das heute glauben. Und diese Formate der Weiterbildung, von mir aus auch zertifizierten Weiterbildung, wirklich für große Pakete übrig zu lassen, wo es um völlig neue Berufe geht, wo es um irgendwas ganz anderes geht, wobei ich das auch sehr fließend sehe. Und wenn ich auf mich selber schaue, dann muss ich sagen, den Mut zum eigenen Ausprobieren zu entwickeln und den Druck, dass jedes Lernen auch immer mit einer Bewertung oder direkt mit einer Leistung verbunden ist.
weil das, was wir heute brauchen, nur ein Teil des Wissens ist. Das Wichtige ist ja, dass ich das Wissen in meinen Arbeiten anwenden kann. Und da geht es, ich will jetzt nicht gerade das Wort Kompetenzen bemühen, aber wir haben ja in unserer neuen Arbeitswelt viele Veränderungen, wo ich auch auf einmal ganz andere Dinge können muss. Ich muss mich ganz anders sprachlich ausdrücken. Ich muss vielleicht, wenn ich als kleineres Unternehmen einen Social-Media-Kanal bediene, dann muss ich auch eine ganz andere Art der Kommunikation drauf haben. Und da kann ich mir Leute suchen, die mich ein Stück coachen, da kann, und zwar im Alltag, und kann dort auch meine Fragen platzieren. Also das eigentlich eine Einladung, selbst aktiv zu werden und sich das zu holen, was man für die eigene Weiterentwicklung braucht, gemeinsam mit anderen. Also es ist ja häufig so, dass sich in den letzten Jahren das Lernen in Unternehmen merkwürdig entwickelt hat. Häufig hört man heute, dass wenn man jemand vorschlägt, er soll irgendwas lernen, dass er sagt, hält mich von der Arbeit ab. Werde ich aus der Arbeit rausgerissen? Habe ich keine Zeit dafür? Warum soll ich denn das machen jetzt? Ich muss was immer Schwäbisch sagen, ich muss was schaffen. Und was will ich da lernen? In der Vergangenheit war das so, dass Lernen eben entweder verbunden war mit einer Belohnung. Man durfte irgendwo hingehen, in ein Hotel, ein Seminar, aus dem Arbeitsprozess raus, war von den Kollegen weg, konnte, wenn man zurückkommt, was erzählen. Oder es war mit Bestrafung verbunden, dass man sagt, nee, du musst jetzt die und die Kurse machen und hinterher das Zertifikat machen, damit du, weiß ich was, deine Beförderung kriegst, die Aufgabe bewältigen kannst, dass man dich mit einsetzen können. Dazu ist es eigentlich immer gependelt zwischen den zwei Polen. Und wenn man heute anschaut, wie heute Mitarbeiter lernen, dann ist es tatsächlich so, dass doch viele Informationen, viele Ressourcen zur Verfügung stehen, die sich die Mitarbeiter durchaus auch selber besorgen können. Nur da beobachte ich immer wieder, es ist teilweise schon schwierig, mit diesen Informationen eigentlich auch richtig umzugehen. Und wenn dann irgendwo etwas nicht funktioniert oder was nicht klappt, dann wird auf das gesamte Unternehmen geschoben und sagen, also die Inhalte, die da bereitgestellt werden, mit denen kann ich gar nichts anfangen und schau mal, das neue System, das wir dort bedienen sollten, das IT-System, wenn ich da draufklicke, was kommt da, stimmt nicht und entsteht eine große Unzufriedenheit, weil das Lernen dann eher wieder in einer isolierten Art und Weise erfolgt. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, deutlich zu machen, dass Lernen eben nicht unbedingt etwas ist, was man nur alleine macht, obwohl wir häufig alleine lernen, das ist einfach so, sondern dass es eben wirklich im Unternehmen Möglichkeiten geben muss, Chancen geben muss, auf Kollegen zuzugehen. Und das ist etwas, was ein Unternehmen durchaus fördern kann, nämlich einen offenen und freien Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern zu ermöglichen, zu zeigen, wer hat denn bestimmte Kompetenzen im Unternehmen, bestimmte Kompetenzen auch sichtbar zu machen, sodass man da nicht alleine gelassen wird, weil häufig muss man wirklich sagen, ist das Lernen heute, wird empfunden von den Mitarbeitern als eine, müssen wir sagen, relativ kühle, kalte, isolierte Erfahrung. Okay, also das 80-20-Modell ist natürlich schon etwas, was in vielen Unternehmen auch diskutiert wird, von vielen Mitarbeitern, dann in Gesprächen auch immer wieder als beispielhaftes Modell angesehen wird. Ich weiß, es gibt auf der anderen Seite auch viele kritische Stimmen, dass sie nicht sagen, das ist ein 80-20-Modell, sondern das ist ein 100+20-Modell, also ein 120%-Modell. Ich weiß auch aus kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen, dass sie sagen, wenn ein Mitarbeiter 65-70% auf Projekte kontiert, dann haben wir eigentlich schon ein positives Ergebnis, die also von einer Utilization Rate von 70% ausgehen, dann hat man immer noch 30% Luft. Die Frage ist halt einfach, wie man diese Themen, die jetzt mal bewältigen muss, neben der normalen Arbeit her angeht. Und jemand, der natürlich, weiß ich was, 100% in die Arbeit eingebunden ist, der wird keine Zeit zu lernen haben, zumindest mit Kollegen zu lernen zu haben. Und deswegen finde ich eigentlich auch immer wichtig, für das Lernen im Unternehmen aktiv Marketing zu machen. Sei es darum, dass eben von den Führungskräften oder gemeinsam mit den Führungskräften mal diskutiert wird, wo geht es im Unternehmen hin, was müssen wir bewältigen, was müssen wir angehen, um die zukünftigen Kundenprojekte, die zukünftigen Produkte erstellen zu können und welche Rolle spielen die Mitarbeiter, wie können sich die Mitarbeiter dann einbringen,
bringen und dort entsprechend auch dafür Zeit zu geben. Und das ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr kritischer Punkt, wo man drüber nachdenken muss, dass natürlich dieses Lernen auch Zeit braucht. Und ich denke, dieses Zeit soll einfach eingeräumt werden. Wobei ich es immer für besser halte, wenn man was Konkretes eigentlich dahinter hat. Also wenn man nicht sagt, weiß ich was, ich habe 20%, macht selber was da draus, sondern wenn man diese 20% auf bestimmte Aktivitäten einplanen, einbuchen kann. Und ich glaube, das ist sicher auch bei Google in der Zwischenzeit so, dass nicht jeder irgendwie sagen kann, was er möchte, sondern es gibt eben bestimmte Themenschwerpunkte, wo man sich dazu, müssen wir sagen, melden kann und dort kann man dort entsprechend mitmachen. Und einfach auch diese Zeit als Arbeitszeit buchen zu können, denke ich, ist eigentlich ungeheuer wichtig und manchmal wird es natürlich dann auch über die 100% hinausgehen. Ich kenne das mit diesen Prozentzahlen aus eigenem Arbeitserleben und muss da leider sagen, bei mir und meinen damaligen Kollegen ist es nicht hingekommen. Also wir mussten auch immer prozentual angeben, wie unsere Tätigkeit verteilt ist. Und da war auch ein gewisser Prozentsatz für eigene Ideen, eigene Projekte oder Weiterbildung. Oder dass man sich, es war nicht Weiterbildung genannt, weil die Weiterbildungskontingente 5 Tage pro Jahr waren. Also das war dann für sich so ein separater, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, Klotz, der auch als Klotz zu besuchen war. Und was ich erlebt habe und was ich auch flächendeckend höre, ist, dass der Alltag, der Arbeitsalltag so voll ist, dass diese prozentualen Anteile gar nicht hinkommen können, sondern es kommt dann zu einer Regelung, wie Joachim sagte, 100+. Da greift das aber mit ineinander für mich, weil ich die Basis ein Stück weit darin sehe, wenn wir die Arbeitsprozesse effizienter schaffen und ich bemühe jetzt ganz bewusst diese E-Mail-Überflutung, wenn man da ganz andere Arbeitsmodelle fährt, ganz andere Kommunikations- und kollaborative Modelle fährt, dann bleiben da auch mehr Zeiten übrig, die wieder Kreativität eröffnen und Innovation eröffnen. Und das ist eigentlich die Schiene. Ich selber möchte nicht auf einen Lernprozess. Das ist wieder wie so ein Projektvorhaben. Ich muss jetzt was tun, wobei ich was lerne. Und das ist eigentlich sehr unspezifisch, dass man das Richtung durchaus auch mit der Arbeit verbunden. Wie kann ich mein Unternehmen, wie kann ich mich selber weiterbringen? Wo gibt es interessante Dinge, die entwickelt werden könnten, sei es bei mir selber oder die wir im Unternehmen entwickeln können. Und die Zeit darüber verwenden und das Lernen kommt dann automatisch mit dabei. Wir denken Lernen immer noch als einen separaten Prozess, der ist aber nicht kontierbar. Und Lernen ist ein immanenter Prozess im Leben. Und nicht losgekoppelt als eine Schiene, die ich dann fahre. Das ist unser Bildungssystem. Und in der Arbeitswelt funktioniert das nur noch bedingt. Von alleine funktioniert es selten. Das kann man durchaus, glaube ich, an der eigenen Erfahrung reflektieren. Als ich damals aufs Diplom gelernt habe, habe ich mich auch erstmal rangemacht und habe versucht, alleine alles zu lernen, bis dann ein paar andere Kommilitonen gesagt haben, komm, lass uns das gemeinsam machen. Und dann muss man das aber durchaus eigentlich organisieren ein bisschen, man musste Aufgaben verteilen, Skripte verteilen, muss dann überlegen, dass man eine einheitliche, wie soll man sagen, ja, dass man eine bestimmte Qualität eigentlich reinbringt und man musste nachher sich auch wechselseitig das untereinander vortragen, diskutieren, ausarbeiten. Das haben wir dann auf einer Hütte gemacht und das war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, von der wir heute noch leben. Wir treffen uns dann noch regelmäßig drüber und das hat uns einfach als Team, als Gruppe zusammengeschweißt und ich denke, jeder alleine wäre nie so weit gekommen, wenn wir dieses gemeinsame Lernen nicht angegangen sind. Und ich denke, das wird genauso in Firmen passieren, eine Plattform hinzustellen oder Räume aufzubauen, auch mögen sie noch so attraktiv sein, wo die Leute sich treffen,
hilft einem nur nichts richtig zum gemeinschaftlichen Lernen. Man braucht irgendwo einen Rahmen, man braucht irgendwo eine Organisation. Ich erinnere mich in meiner Zeit als Geschäftsführer, als wir mal die Notwendigkeit gehabt haben, einfach in kurzer Zeit eine bestimmte Menge an erfahrenen Mitarbeitern auch mit einer formalen Qualifikation zu versehen, mit einer Qualifikation im Bereich Projektmanagement. Das haben wir einfach gebraucht, um uns im Wettbewerb dann besser zu positionieren, um auch Zertifikate auf den Tisch legen zu können. Und dort wäre natürlich die erste Idee, dass wir 15, 20 Leute aussuchen, die das machen, dass sie dann entsprechend auf Kurse gehen dürfen, dass wir denen Bücher kaufen, dass wir denen WBTs kaufen und dann machen die los und dann vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr haben die ein Zertifikat und wir können die dann in die Lebensläufe mit reinschreiben und die Mitarbeiter besser verkaufen. Gott sei Dank ist uns damals eingefallen, dass wir sagen, wir machen einfach auch noch eine Lerncommunity drumherum, dass die Mitarbeiter eben untereinander sich austauschen, dass entsprechend auch die Spezialisten, die Führungskräfte dort mal mit reinkommen, dass man Fragen stellen kann. Und da ist so eine tolle Gruppe eigentlich draus entstanden, so ein tolles Netzwerk draus entstanden, das dann auf einmal, wo ich dann ganz überrascht war, dass dann auf einmal auch Leute von anderen Unternehmen dabei waren, weil die Mitarbeiter festgestellt haben, ja, wir haben mit einem Kollegen im anderen Unternehmen geredet, der hat eine gleiche Aufgabe, warum den eigentlich mich mit reinnehmen. Aber es braucht, glaube ich, immer irgendwie einen Impuls und irgendwo einen Rahmen und wahrscheinlich auch eine Beteiligung von Experten und Führungskräften, damit sowas entsteht. Ich habe keine richtige Idee, wie dauerhaft dieses selbstorganisierte oder auch selbstgesteuerte Lernen in größeren Gruppen oder überhaupt in Gruppen eigentlich funktionieren soll, wenn nicht irgendwo von außen Energie in den Prozess reingegeben wird. Ich sehe es ähnlich, weil was ich denke ist, und das kommt so aus vielen Gesprächen, die ich im Laufe der Zeit immer wieder das herausgehört habe. Das hat sehr viel mit sich trauen zu fragen zu tun. Das ist natürlich eher so ein gesellschaftliches Problem. Wenn ich als Spezialist, Fachmann, Fachfrau in einem Thema unterwegs bin, dann ist es so wie es hier in Deutschland üblich ist, eigentlich ausgeschlossen, dass man in seinem Spezialgebiet eine Frage stellt. Wenn ich die Frage stelle, dann muss ich zu einem Trainer gehen, der ja automatisch zwei Seiten mehr Wissen hat. Das ist dann ein legitimer Prozess, wenn der mir antwortet. Wenn ich aber diese Frage im Kollegenkreis stellen würde, könnte ich mich ja dann doch als nicht, bisher doch nicht so der Spezialist outen. Das hört sich jetzt sehr salopp an, das sind aber Vorbehalte bei vielen. Und ich glaube, dass es das einfach aufzubrechen gilt. Das kann man natürlich nicht verordnen, das muss man leben. Und ich selber habe das auch für mich erfahren, dass ich eigentlich am meisten gelernt habe und die spannendsten Leute kennengelernt habe, die mich dann auch im Denken und im Sonstigen weitergebracht haben, als ich begonnen habe, mich zu trauen, Fragen zu formulieren. Und oder zu sagen, wer kann mir hier dazu mal helfen? Und das gilt es einfach so ein Stück weit zu durchbrechen. Das kann jeder für sich selber tun. Und weil dieses exklusive Expertentum eigentlich ein Statussymbol ist, was wir im Alltag nicht unbedingt brauchen können. Das ist fürs Ego schön, aber für die Alltagstauglichkeit schlecht anwendbar. Und was wir brauchen, sind ja Wissen, Erfahrung, dass das miteinander geteilt wird und sich ausgetauscht wird. Und das geschieht eben dann in der Gemeinschaft mit anderen. Als isolierte Einzelne fehlt da die Rückmeldung und auch das Schärfen dessen, was ich vielleicht gerade gelernt habe. Das habe ich in einem Kurs sehr intensiv erlebt, oder in zwei Kursen, möchte ich sagen, die community-basiert unterwegs waren, wo eben keine Vorlesungen, keine PowerPoints, keine Webinare, gar nichts, was wir so kennen, vorgegeben war, aber konkrete Aufgabenstellungen da waren und die Gruppe sich selber auch organisieren musste, um diese Aufgaben zu lösen. Und die konnten sich schwerpunktmäßig auch das Ziel selber feinjustieren. Und das ist etwas anderes als das, was wir aus tradierten Training kennen, wo ja die Lernziele vorgegeben werden
und eigentlich eine heterogene Gruppe am Tag X in den Seminarraum kommt. Und dann dienen die ersten Aktionen dazu, diese heterogene Gruppe möglichst homogen zurechtzubügeln, damit wir dann die Lernziele in der vorgegebenen Taktung abarbeiten können. Und hinterher dürfen wir wieder in diese Heterogenität raus. Und das Lernen in Gemeinschaft lässt nahtlos diese Heterogenität zu, der unterschiedlichen Wissensstände, der unterschiedlichen Erfahrungsstände, aber auch der unterschiedlichen Potenziale, die die Leute haben. Und das sind ganz große Synergieeffekte. Und auch in so einer Gemeinschaft, ob wir das jetzt Community oder Team oder irgendwie nennen, ist egal. Aber das Wichtige daran ist, dass man sich so ein gemeinsames Ziel, Grobziel setzt. In welcher Zeit wollen wir was abgeschlossen haben? Damit das auch erreichbar ist und nicht lernen in so einem Zusammenhang ist keine Never-Ending-Story. Das kann dann wieder in ein anderes Lernen überführen und dann braucht es aber wieder eine andere Gruppe. Und da dann die, wie Joachim das eben schilderte, diese unterschiedlichen Kompetenzen und so weiter, das alles zu bündeln, wird aus meiner Erfahrung und so wie ich es auch beobachtet und miterlebt habe, eigentlich ein viel breiteres Spektrum abdecken, als wir das in Klassenraum-Szenarien realisieren könnten. Also ich denke, man darf nicht alles in einen Topf werfen und sagen, Lernen gibt es eben zukünftig in unterschiedlichen Formen, sondern vielleicht hilft schon mal, wenn man nochmal durchdenkt, welche Lernformate es gibt. So das klassische Lernformat, wo eben ein Inhalt entwickelt wurde, typischerweise von Experten entwickelt wurde und dann von Experten auch durchgeführt wurde. Ich denke, das wird nach wie vor in vielen Bereichen seine Bedeutung haben, nämlich dort, wo es auf den Fokus drauf geht, eine bestimmte Information zu verteilen, die vorgefertigt ist, die konsistent ist, ein Thema, das abgeschlossen entsprechend ist. Man kann sich dort eben durchaus aber auch in dem Umfeld Gedanken machen, ob man jetzt bei der Entwicklung der Inhalte oder auch der Kurse einfach auch vielleicht ein paar agilere Methoden findet, die Nutzer, die zukünftigen Lerner zu involvieren. Ganz anders gelernt wird dann, wenn man Richtung Communities geht in Unternehmen, ob das jetzt Wissensgemeinschaften sind oder Expertenorganisationen. Dort muss man einfach sich im Klaren sein. Das Prinzip wird dort umgedreht. Die Mitarbeiter holen sich dort die Lerninhalte, wie sie brauchen, nah am Arbeitsplatz, also vom Push zum Pull-Prinzip. Und gelernt wird dort von Peers durch gemeinsames Arbeiten. Dort ist der Fokus stärker tatsächlich auf Erfahrungsaustausch, vielleicht teilweise auch auf Wissenstransfer. Dieses ganze Thema ist, glaube ich, im Moment in den Unternehmen in einer Situation, wo es darum geht, dass es sich entwickelt, weil viele Unternehmen haben eben mittlerweile auch solche Plattformen, wo man sowas eher entsprechend angehen kann. Was noch relativ offen ist, wo es noch auch wenig Vorarbeiten in den Unternehmen gibt, ist aus meiner Sicht das Thema das ganze selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernen. Also wie mache ich mich denn jetzt eigentlich mal an ganz neue Themen eigentlich ran? Habe ich da überhaupt die Zeit? Wie kann ich die Connections, die ich habe, die Verbindungen, die Erfahrungen nutzen, um entsprechend sich auszutauschen. Und wenn man jetzt nochmal denkt, das ganze Institutionalisierung, solange es das bei KMUs gibt, die Rolle der Weiterbildung, wird sich in allen drei Bereichen wandeln. Also ich würde auch diesen klassischen Bereich, diesen kursbasierten, diesen inhaltebasierten Bereich nicht davon ausnehmen, dass sich dort die Rolle der Weiterbildung massiv wandeln muss, um einfach die Inhalte entsprechend aufzunehmen. Das muss viel näher an das Geschäft eigentlich rangehen, das muss viel näher an die Entwicklungen rangehen. In dem Thema des Community-basierten, des kollaborativen, des sozialen Lernens wird es sehr stark einfach auch darum gehen, diese Gemeinschaften am Laufen zu halten, eine Community-Management-Funktion, eine Lern-Community-Management-Funktion zu ermöglichen. Und bei dem selbstgesteuerten oder auch selbstorganisierten Lernen, da gilt es natürlich einfach auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, im Beispiel einen bestimmten Rahmen zu schaffen, dass das losläuft, weil in der Regel sind die Leute so mit Arbeit zu, dass man einfach ohne dort irgendwie Freiräume zu schaffen, ohne Anlässe zu schaffen, wird keiner so richtig loslaufen und selbst organisiert und selbstgesteuert im Unternehmen lernen, weder alleine noch mit Kollegen.
Schön wäre es natürlich, wenn eine Arbeit in 4.0 schon realisiert wäre, dann wären mehr Freiräume da. Und die jetzigen Arbeitsstrukturen und der Umgang auch damit sind eigentlich nicht prädestiniert dafür, diese Freiräume reinzuholen. Alles das, was an Veränderung kommt, ist in der Regel noch obendrauf. Und ich glaube, dass da der erste Hebel anzusetzen ist bei allen. Bei den Mitarbeitenden muss auch schon ganz klar gesagt werden, dass auch eine Notwendigkeit besteht, jetzt mal aktiv mitzumachen und das subjektive Empfinden, was berechtigt ist, aber das kommt immer noch drauf, da gemeinsam zu schauen und das zu lösen, dass das Gefühl verschwindet, weil das einfach ein enormer Druck ist. Und die Führungskraft, ob das jetzt ein Meister ist oder ob wir ein etwas Größeres haben mit einem direkten Vorgesetzten bis zur Geschäftsführung, ich glaube, dass da einfach, ganz populär ist ja der Begriff Augenhöhe, aus unterschiedlichen Gründen. Wir kommunizieren auf Augenhöhe miteinander. Das ist sehr leicht gesagt, aber es ist sehr schwer umgesetzt. Und da denke ich, dass diese offenere und vertrauensvollere Art, miteinander umzugehen, dringend gefördert werden müsste. Wie das gemacht wird, da muss man gucken. Wer denkt, er kann das nicht so gut, der kann sich einen Coach suchen oder kann vielleicht auch andere Möglichkeiten mal des Feedbacks von den Mitarbeitern einfordern in einer moderierten anderen Form. Wir haben heute so viele Formate, die das ermöglichen, die einen auch nicht an die Wand stellen, sondern wo einfach ein Benefit bei rauskommt für alle Beteiligten. Und dann ist der nächste Schritt aus meiner Sicht auch erstmal aus dem Denken bestimmte Begriffe herauszuschleudern, die heißen aber oder bei uns geht das aber nicht. Und dieses, was man immer so empfindet, weil man ja die Bedingungen kennt und einfach im Denken das andere als Option erstmal zuzulassen und diesen Gedanken auch mal weiterzudenken, weil man dann immer noch abspecken kann. Aber es ist erstaunlich, dass in vielen Dingen dann tatsächlich eine Änderung trotz all der Wenn und Abers überbleibt und diese dann anzugehen. In der Regel schneiden wir alles Innovative eben mit diesem, bei uns geht das nicht. Die Bedingungen passen nicht und der Kunde ist nicht so und was weiß ich alles. Und dann wird sich auch Lernen in natürlichen Prozessen widerspiegeln und wiederfinden. Und wir werden dann nicht mehr über Freiräume reden. Die Freiräume werden sich dann mit diesem anderen miteinander umgehen und auch miteinander arbeiten, automatisch eröffnen. Also ich denke, es ist gar nicht so schwer, das Thema im Unternehmen anzugehen. Der erste Schritt ist, die Verantwortlichen, die jetzt eben dafür zuständig sind, einfach auch die Arbeitszeit zu verplanen. Irgendjemand muss mal sagen, Lernen ist bei uns im Unternehmen wichtig. So, der zweite Schritt ist, ist ja nicht so, dass die Unternehmen heute total lernneutral sind oder das nicht gelernt wird. Zum Gegenteil, die Mitarbeiter lernen an allen Ecken und Enden, sonst würden die Unternehmen nicht funktionieren, sonst wären die Unternehmen nicht so erfolgreich. Nur diese Art des Lernens ist häufig einfach irgendwo versteckt im Unternehmen. Da haben sich eben einfach bestimmte Bereiche, bestimmte Gruppen und sowas total verselbstständigt. Es gibt Experten, die fragt man ganz natürlich. Kein Mensch, der zentral drauf schaut, weiß das. Und deswegen empfehle ich eigentlich Unternehmen, wenn sie mal so eine Frage zu mir kommen, erstmal eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wie wird denn heute im Unternehmen bereits jetzt gelernt? Jetzt in der heutigen Situation. Und dabei gilt es eben nicht nur, die formalen Lernaktivitäten zu berücksichtigen. Auch das ist mal spannend, einfach mal die formalen Lernaktivitäten aufzuschreiben. Was machen denn Mitarbeiter? Welche Kurse besuchen die? Wie setzen sie die 5 Tage ein? Aber insbesondere die Vielfalt einfach auch mal der informalen Lernaktivitäten versuchen rauszufinden, was denn eigentlich passiert. Wer sind denn eigentlich die Experten? Und die Unternehmen sind immer total erstaunt, wie bunt und vielfältig dieses Bild eigentlich ist an Lernaktivitäten. Im zweiten Schritt
Komme ich wieder auf das Thema von vorher zurück, ist es einfach mal wichtig, dass man sagt, so, jetzt hat man bestimmte Themen im Unternehmen, strategische Themen, in welche die Unternehmen sich das, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln soll. Inwieweit spiegeln sich denn eigentlich diese strategischen Themen in den Lernmöglichkeiten, in den Lernangeboten, in den informalen Lernthemen eigentlich wieder, um da einfach mal so eine Deckung zu sehen. Und dann wird man feststellen, ja, manches passt gar nicht rein, vieles geht schon in die Richtung, aber man kann durchaus nochmal bestimmte Dinge verstärken, dann hat man den ersten Ansatzpunkt eigentlich dazu. Dann würde ich sagen, schaut mal im Umfeld eigentlich das im Unternehmen rein. Wenn ihr jetzt wisst, was macht ihr im Unternehmen, welche Lernangebote habt ihr in der Bestandsaufnahme, was sind die Zukunftsthemen, die strategische Themen, dass man dann sagt, was gibt's denn an Lernangeboten eigentlich, die wir nutzen können, auch außerhalb des Unternehmens. Also sozusagen die Lernangebote ein bisschen zu kuratieren und einfach mal zur Verfügung zu stellen. Und wenn man die drei Schritte gemacht hat, dann gilt es einfach nochmal, sich Gedanken darüber zu machen, wie baut man denn einfach so eine Infrastruktur auf, um das Lernen zu ermöglichen, welche Rahmenbedingungen muss man setzen, inwieweit muss man steuernd eingreifen, inwieweit kann man den Prozess eigentlich freilaufen lassen. Und dann hat man, glaube ich, schon eine gute Perspektive, das Lernen im Unternehmen stärker zu implementieren im ersten Schritt. Ich kann mich ja selber als Beispiel mal nehmen, was bei mir gut läuft und was bei mir schlecht läuft. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Wenn ich was lernen möchte, dann denke ich, brauche ich immer einen bestimmten Anlass. Ich brauche ein bestimmtes Thema. Es muss vielleicht irgendwo ein MOOC oder sowas stattfinden, wo ich sage, ja, dann nehme ich jetzt mir einfach mal die Zeit her, ganz systematisch. Dort mache ich mit und versuche, ein bestimmtes Thema zu lernen. Wenn ich mal diese Entscheidung habe, also jetzt ganz frei, ohne einen konkreten Anlass, funktioniert das bei mir auch nicht. Dann muss ich mir aber Zeit nehmen. Ich muss mir gewisse Zeit einplanen, um dann zu beteiligen, weil sonst ist die Frustration eigentlich sehr groß. Man sagt, man möchte etwas machen und hinterher, was weiß ich, stellt man fest, man hat jetzt eine ganze Projektwoche voll gehabt, keine Zeit gehabt, bestimmte Themen sind behandelt worden, man konnte nicht mitmachen, fühlt man sich nicht wohl. Also man muss dann wirklich auch schauen, hat man entsprechend die Zeit und gegebenenfalls sich das auch systematisch einzuplanen. Dann wird man feststellen, Mensch, ich bin eigentlich doch ein ganz kleines Lichtchen, ein ganz kleiner Mensch. Ich kann gar nicht alles erfassen, was es dort an Informationen gibt. Ich muss mich dann dazu wieder auch zwingen, eben nicht zu versuchen, alles alleine zu erfassen, sondern mich wirklich einfach auf so die Prinzipien des kollaborativen Lernens, des kollaborativen Arbeitens zu berufen und sagen, ja, ich baue mir eben ein Netzwerk auf, ich schaue mal, welche Leute in dem Umfeld besonders aktiv sind und einfach, wie soll man sagen, die Schwelle überschwellen, sagen, ich kriege alles alleine hin, einfach sagen, ich bekomme das nicht hin, ich kann nicht alles alleine erfassen, ich brauche Kollegen, ich brauche Mitstreiter und wir machen das dann in Netzwerken, die teilweise stabil sind, teilweise aber auch durchaus wechseln. Und dann ist für mich eben ganz wichtig so das Thema, dass ich einfach meine Erfahrungen, meine Lessons learned, dass ich die schreibe, dass ich die dokumentiere, dass ich mal das festgehalten habe, um dann einfach für mich die Möglichkeit zu bieten, eine eigene Reflexion zu haben und andere auch die Möglichkeit bieten, auf meine Schritte wieder entsprechend zu kommentieren und zu reflektieren. Und ich glaube, wenn man dieses Thema nimmt, also irgendwie einen konkreten Anlass sich raussuchen, dass irgendwo etwas läuft, das kann eine Schulung sein, das kann ein MOOC sein, das kann eine andere Online-Veranstaltung sein, das kann ein Webinar sein, sich dann aber durchaus auch Zeit einzuplanen, klar zu sein, man wird nie alles selber lesen, erfassen, lernen können und, wie soll man sagen, gewiss auch eine Reflexion zu machen, Lerntagebuch zu führen oder so, dann hat man zumindest mal 80% Chance, dass der Lernprozess für einen selber auch in einer zufriedenstellenden Art und Weise läuft. Die restlichen 20% hängen dann immer davon ab, wie man drauf ist. Meine Erfahrung, meine größte Lernerfahrung ist in der Tat, als ich dieses Web 2.0 entdeckte und mein Lernbedarf ausgelöst wurde durch die Frage, wieso 2.0? Ich kannte gar kein 1.0. Und das hat eigentlich einen immensen Prozess in die Gänge gesetzt, der aber weniger von der Frage getrieben war, ich möchte jetzt was lernen, als von purer Neugier. Und dann muss irgendwas übergeschwappt sein, irgend so ein Virus oder so, dass das dann weiterging bis heute. Ich erlebe das aber in meinem Umfeld, dass Bedarfe da sind,
dass Leute irgendetwas lernen wollen. Und die Beobachtung, die ich da flächendeckend gemacht habe, ist, es ist in den seltensten Fällen so gewesen, bei den Personen, dass die sich irgendeinen Bildungskatalog genommen haben, sondern die haben sich erstmal, die haben gegoogelt, wie das so schön heißt. Weil, und die haben geschaut, wie schaut das Angebot im Internet aus? Und ich kenne da verschiedene Konstellationen, ob das Ukulele-Spielen ist, was sich zwei Personen an unterschiedlichen Orten über Videos beibringen und die treffen sich dann, um gemeinsam das Erlernte zu üben. Oder ob das ein anderer Kurs ist, der deswegen charmant für die Personen haben gar nichts mit Online-Lernen zu tun. Wenn ich denen von Online-Lernen erzählte, dann konnte ich sehen, wie die innerlich abwinken. Aber da war auf einmal ein Interesse an einem Thema, das ist das, was Joachim eben sagt, ich muss ein Ziel haben. Und die haben sich dann in einem Kurs getroffen, diese beiden Personen, weil da die Möglichkeit bestand, sich zu den einzelnen Themen, das ist im Prinzip, Lernpartner zu suchen. Und in der Lernpartnerschaft, das geht über Verabredungen am Telefon, kurz SMS, machen wir morgen, und dann wird das gemeinsam gemacht. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Summe dessen, auch was Joachim schilderte und was ich selbst beobachte, dieses durchaus Online-Treffen, also online so lange suchen, wir haben so viele Angebote. Und wenn ich ein Typ bin, der eher klassisch Training machen kann, dann passt das, dann mache ich das. Wenn ich aber mal was anderes ausprobieren möchte, dann mache ich das einfach und traue mir das zu. Und die Ermunterung für mich ist, dahingehend zu sagen, probier mal was anderes aus, weil das Charmante daran ist, dass man bei diesen anderen Formaten auch noch Dinge nebenher lernt, die man vorher gar nicht mit auf dem Bildschirm hatte, wie wir heute so schön sagen. Und der große Knackpunkt ist eben immer der der Selbstorganisation. Bei der Ausgangsfrage von dir, wenn so ein Druck da ist, ich muss was anderes machen, ich muss aber auch noch einen Broterwerb machen, dann wird es schon haarig. Und da ist es wirklich ganz toll, in der Gemeinschaft zu lernen, sich die zusammenzusuchen. Und dann aber nicht nur zu gucken, wo kann ich mich andocken, sondern wenn ich da nichts zum Andocken finde, dann gründe ich selber was und lade Leute ein, mit mir das zusammenzumachen und schilder mein Problem. Und ich bin überzeugt, dann wird man feststellen, da kommt Zuspruch, da finden sich Leute. Und das ist eine derart motivierende Erfahrung, dass dann dieses Riesenpaket, ich muss jetzt was lernen, automatisch schon kleiner wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so mal diese Schritte in dieses Miteinander der anderen Art zu gehen. Ich will digital oder sowas bewusst vermeiden, weil für mich das auf einer Online-Basis zum Beispiel durch so ein Hangout wie hier eine ganz hohe, das hat keinen Unterschied mehr zwischen virtuell und real. Für mich ist das real und teilweise viel intensiver als in anderen persönlichen Präsenztreffen. Ja, da, sich mal darauf einzulassen, auf dieses etwas andere und für sich selber zu erkennen, dass es Vorteile bietet. Und wie Joachim sagte, allerdings ohne einen Zeitplan wird es nicht funktionieren. Ohne ein Ziel und einen Zeitplan. Aber ich glaube, das ist etwas, das kennen wir alle ohnehin und wissen das. Kein Zeitplan unbedingt, einen Anlass braucht man, denke ich. Und das kann durchaus sein, dass ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen, dann ist ein konkreter Anlass da. Gut, die Frage ging ja dahin, wie können Leute, die bislang eben nicht in den sozialen Medien aktiv waren, und da gibt es noch den einen oder anderen oder die eine oder andere, wie kann man die in diese Lernformen reinfinden? Jetzt ist leider diese Gruppe noch relativ groß. Diejenigen, die dort firm sind, die dort mit umgehen, ich glaube, um die brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Wir müssen uns aber um die große Gruppe der Menschen eigentlich Gedanken machen, die bislang eben nicht in solchen Medien aktiv waren. Und da muss man uns wirklich mal selber in diese Situation
Situation reinversetzen. Ich mache das immer so mit einem Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, ich würde heute einen Twitter-Account eröffnen und mal reinhören, was dort alles passiert. Ich würde den Twitter-Account, glaube ich, ziemlich schnell wieder schließen, weil ich würde eine Vielzahl von Geräuschen, von Stimmen, von Meinungen, von Sachen eigentlich hören, die mich eigentlich nicht so interessieren. Da hätte ich gerne jemand doch bei mir an der Seite, der mir sagt, guck mal, fang mal mit 5 Personen an, denen du eigentlich systematisch folgst. Diese 5 Personen weiß ich, die kommunizieren eigentlich sehr vernünftige Inhalte, das sind spannende Leute. Alleine wenn du denen folgst, das ist eigentlich wie wenn du mit denen dich in der Kantine triffst oder wieder mit einem Erfahrungsaustausch machst. So jemand hätte ich dann gerne am Anfang. Und ich glaube, so jemand bräuchte man auch am Anfang, um irgendwo in dieses neue Lernen einfach reinzukommen, das Lernen in Communities reinzukommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Man kann sich jemand raussuchen, man kann es aber auch stärker formalisieren, zum Beispiel in Unternehmen mit so einem Reverse-Mentoring-Programm. Man hat ja auch viele junge Mitarbeiter häufig in den Unternehmen, die den Umgang mit den Medien durchaus gewohnt sind, die aber noch nicht die ganzen Strukturen, Prozesse, Abläufe von der Wirtschaft kennen. Da kann man eigentlich schönes spannende Sachen draus machen. Und im zweiten Schritt, denke ich, ist es dann ungeheuer wichtig, tatsächlich auch, wie die Ellen das gesagt hat, Lerncommunities zu bilden, um sich einfach auch wechselseitig ein bisschen stärker in die Pflicht eigentlich reinzunehmen und dann einfach auch mal bestimmte Dinge gezielt gemeinsam erarbeiten zu können. Ich sehe das immer an der Universität. Ich versuche dort immer mit den Studenten das Lernen auch auf eine ganz andere Art und Weise zu gestalten, wobei ich dort immer häufig wieder, auf Widerstände Stoß, weil die einfach sagen, ja, was ist jetzt die Übung, was ist die Vorlesung, was ist das Skript und kannst du es nicht austeilen und dann lernen wir das und dann kommen wir zur Prüfung. Wenn ich dann anfange, ja, wir machen jetzt eine Flip Classroom Session, ihr bekommt von mir 4, 5 Links für Videos, wo ihr anschaut, dann macht ihr bitte eine Gruppe, wo ihr das ausarbeitet und in 14 Tagen treffen wir uns und wir diskutieren drüber, stößt man schon mal erstmal auf Erstaunen, klar. Wobei dann Studenten schon sich selber organisieren, also die diskutieren dann die Inhalte nicht gemeinsam miteinander aus, sondern sie sagen, okay, der hat 5 Fragen gestellt, wer bearbeitet die Frage 1, wer bearbeitet die Frage 2, 3, 4, 5 und dann gibt es einen, der das Ganze in einen Foliensatz zusammenpackt. Also gut, ich habe jetzt viel mit Organisation und Organisationslehre zu tun. Das ist ja ein typisches Beispiel für Organisationslehre, dass man Aufgaben teilt und zusammenfasst. Das, was ich aber bezwecken möchte, dass die im Vorfeld miteinander austauschen, das passiert eigentlich im Laufe der Zeit eigentlich immer weniger. Und da, denke ich, muss man sich einfach auch in Lerncommunities Gedanken drüber machen, wie kann man denn das eigentlich auch noch ein bisschen besser machen, dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsame Themen sich erschließen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Vorgehensweisen und von Methoden, angefangen von Working Out Loud Prozessen, die man dort einsetzt, bis hin, dass man einfach auch tatsächlich akzeptiert, dass man eben sehr stark arbeitsteilig vorangeht und sich dann später eben die Ergebnisse untereinander austauscht. Wobei immer wieder klar ist, auch Lerncommunities haben die gleichen Schwächen, wie ich vorher gesagt habe, beim individuellen Lernen. Man braucht einen Zeitplan, man braucht einen Terminplan, man braucht jemanden, der die ganzen Themen dokumentiert, zumindest in Unternehmen, weil sonst funktioniert das letztendlich auch nicht. Gut, da hätten wir es doch, oder? Soweit, würde ich sagen. Ich würde gerne noch eine Runde hier, dass wir so zusammen in eine jetzt meinen Platz. Und dann habe ich nämlich heute uns eine Schleife, die man dann am Schluss von diesem Video zeigen kann. Also, Getting Learning. Learning. Perfekt. Ich danke euch allen beiden ganz herzlich. Mal gucken, dass ich das irgendwie geflitten bekomme. Keine leichte Aufgabe. Nee. Oh ja.